Ja, also das ist das erste Buch, was ich geschenkt bekommen habe, tatsächlich von meinem Mann zum 10-Jährigen. Der hat unsere ersten 10 Jahre hauptsächlich ohne Kinder noch zusammengefasst in einem super Buch, wie ich finde. Da sind dann auch die Hochzeitsfotos mit dabei und die Flitterwochen, viele Freunde und unsere ganzen Reisen, die wir gemacht haben. Weil mir das Buch von meinem Mann so gefallen hat, habe ich das auch für meine Kinder machen wollen unbedingt. Also damals gab es erst den Kilian. Und von Fotobuch zu Fotobuch bin ich dann immer mehr zum Spezialist geworden. Habe dann nicht nur den weißen Hintergrund wie beim Kilian beim ersten Buch gehabt, sondern habe dann auch mit Layouts mal ein bisschen gespielt und habe dann mal geguckt, welche Vorschläge liefert denn Pixum da. Die Bücher sind bei uns tatsächlich im Dauereinsatz. Die blättern die zu jeder Gelegenheit durch, manchmal mit einem Keks in der Hand oder mit der Flasche. Und an den Büchern ist wirklich gar nichts dran. Das ist echt super. Also hier ist schon mal Wasser drüber gelaufen, aber die kann man dann einfach abwischen, weil die einfach so hochglanz sind und einfach eine super Qualität haben. Wenn ich dann gerade an den Büchern dran bin, mache ich immer noch Kalender. Und den kriegen dann die Großeltern und die Paten. Und ja, die freuen sich immer wahnsinnig. Und das ist immer schön, man findet sich überall wieder. Wenn ich eine Sache retten würde, natürlich aus dem Haus, dann wären es meine Kinder, aber auch diesen ganzen Stapel Fotobücher, denn da steckt unser Leben und das sind wir und das ist einfach super wichtig.